Aufbruch in die Zukunft mit dem Gründungszentrum der Universität. Kostenlos, erfolgreich und gemeinsam mit Hilfe von Experten. Frau Dr. Mühlburger, die Hochschule ist ja Vorreiter, speziell auf dem Gebiet der Betriebsgründungen. An und für sich sind wir nicht Vorreiter, aber natürlich haben wir uns einen Beitrag geleistet. Es gibt uns jetzt 20 Jahre mit einem eigenen Gründerzentrum, eher ein stilles Gründerzentrum. Wir haben im Jahr so 3 bis 5 Gründungen betreut, von früher Phase bis zur späteren Phase, also bis zur Wachstumsphase hin. Und tatsächlich hat diese 20-jährige Erfahrung gezeigt, dass eine Uni natürlich ganz viel einzubringen hat. Wir haben Technologie, wir haben Infrastruktur, wir haben Zugang zum Markt, zu Akteuren. Und selber als Zentrum haben wir uns ganz einen Haufen Gründungswissen ausgearbeitet und erarbeitet, muss man sagen. Weil wir haben mit den ersten Gründern genauso nur mal gelernt. Und glauben, dass wir es jetzt schon sehr gut können und wissen, wie man ein Gründungsprojekt herangeht, was ein Gründer braucht. Und wo wir ansetzen und was wir dazu beitragen können. Also, aber natürlich, die Uni hat viel zu bieten. Ja, das ist jetzt die 4. Veranstaltung in dieser Form. Wie sind die Erfolgsquoten bisher? Es ist so, im Gründertag gibt es tatsächlich schon über 20 Jahre. Der hat jährliche Tradition. Die Startup-Werkstatt gibt es jetzt zum 4. Mal. Mit einem sehr hohen Erfolg. Es fragen uns tatsächlich viele schon, wann seid ihr wieder da, wann kommt es wieder, was tut es wieder. Das Interessante ist, dass wir es ganz bodenständig aufziehen, sehr einfach aufziehen und keine große Hype drum machen. Und wir in der Regel so mit 25, 30 Teams über ein Wochenende dann ihren Ideen weiterarbeiten. Es kommen relativ viele Gründungen, reale Unternehmensgründungen dann am Ende des Tages heraus. Und das ist ja unser Hintergrund und unsere Idee, Leute, die noch früher dran sind, zu motivieren, ihnen zu zeigen, worauf kommt es dran, Wissen zu vermitteln, Netzwerke zu vermitteln. Und die schon weiter vorangeschritten sind, zu sagen, tu es. Und da gibt es einen Haufen, die da helfen und geh hin zu denen, die da helfen können, weil Gründen heißt viel, Gründen erfordert viel und da gibt es ein Umfeld. Und das ist unsere Botschaft und da wollen wir unseren Beitrag dazu leisten. Ein hoher Erfolg. Jede Gründung ist ja auch mit Risiko verbunden. Daher glaube ich, ist es umso wichtiger, dass die Leute die richtige Beratung kommen. Ja. Gründen ist Aufbruch ins Ungewisse, ist Aufbruch in eine Zukunft, die man nicht kennt, die man wohl glaubt, abschätzen zu können. Man kann durch eine sehr gute Planung viel des Risikos herausnehmen. Ganz wegnehmen kann man es nicht, aber das ist Unternehmertum. Aber tatsächlich kann man durch entsprechende Vorarbeit und durch ein konsequentes unternehmerisches Leben und unternehmerisches Wissen, und da ist viel Wissen drin, schon viel dazu beitragen, dass es Erfolgsgeschichte wird oder dass es langsam an Sache geht oder dass es gar nicht geht. Also da kann man schon viel dazu beitragen. Bei der Hilfestellung zur Unternehmensgründung mit dabei natürlich die Wirtschaftskammer Steiermark. Herr Sumitsch, wie wichtig ist diese Veranstaltung für die Wirtschaftskammer? Das ist eine ganz wichtige Veranstaltung, weil heute das Thema Gründungen im Vordergrund steht und Gründungen in einer Region sind wichtig für die wirtschaftliche Weiterentwicklung. Sie bringen Arbeitsplätze und viel geistiges Know-how. Jetzt sich erkundigen, jetzt anmelden, jetzt einsteigen. Sie haben ja eine Firma gegründet, Mittensatt. Was sind Ihre Erfahrungen dazu? Also wir haben nur positive Erfahrungen gemacht mit der Gründung im Zatt, weil man einfach einen riesen Pool an Experten vorfindet, die man jederzeit nutzen kann. Und gerade als Gründer hat man viele Themen, wo man selber noch kein Experte ist. Man ist ja Technologieexperte, aber in vielen anderen Themen nicht. Und deshalb ist das Zatt eigentlich ein riesen Mehrwert. In der Diskussion mit anderen Gründern, im gemeinsamen Erfahrungsaustausch, liegt viel Know-how für jeden Gründer. Ich habe heute 3 wichtige Personen bei mir, der Magister Alexander Sumnisch von der Wirtschaftskammer, Frau Dr. Martha Mühlburger von der Montanuni vom ZAT und die Frau Dr. Iris Filzwieser vom MedTop. Guten Morgen. Es geht um den Gründertag am 24. Jänner und der wird veranstaltet vom ZAT. Frau Mühlburger, was ist das ZAT? Ja, einen schönen guten Morgen.
Der Gründertag wird veranstaltet vom ZAT, von der Montanuniversität Leoben. Und das ZAT ist das Gründerzentrum der Montanuniversität Leoben. Gemeinsam mit der Stadtgemeinde Leoben haben wir das vor 20 Jahren gegründet. Ein 20er und 20er, ist gut, gell? Haben wir gut gewählt. Und das ZAT ist eigentlich, wenn man es noch im internationalen, also aus der internationalen Sichtweise sieht, ein klassischer Inkubator. Und der Inkubator sagt schon, wir sind das Brutnest für Gründer. Wir kümmern uns in der ganz frühen Phase bis hin so zu den ersten Umsetzungsschritten. Also wir begleiten die Unternehmer noch in ungefähr zwei Jahre weiter. Aber worum wir uns kümmern, ist, Gründer zu motivieren, Gründer zu finden und Gründer über die ganz erste schwierige Phase drüber zu heben. Und da haben wir uns viel Expertise angeeignet in den letzten Jahren und können das eigentlich nur bestätigen, wie kriegsentscheidend die erste Phase ist, weil es kommt auf einen Gründer ganz viel zu. Er muss Unternehmer sein, er muss im Recht auskennen, er soll im Marketing auskennen, er soll in der Technologie auskennen, er muss mit der Steuer auskennen, er muss Mitarbeiter finden, er muss Mitarbeiter beschäftigen. Woher soll das eine Einzelperson, die es noch nie getan hat, denn alles wissen? Woher soll sie es denn alles können? Und genau da setzen wir an. Wir wissen selber relativ viel, können unsere Expertise einbringen und haben ein ganz ein breites Netzwerk von Experten. Das sind Leute, die sich mit Gründern beschäftigen. Das sind aber auch schon Gründer, mit dem sonst steht die Iris Wilzwieser heute da. Das sind Gründer, die bei uns herausgegangen sind und die ihre Erfahrungen gemacht haben und ihre Erfahrungen weitergeben können und die Erfahrungen wirklich gerne teilen. Das ist ZAT. Das gibt es jetzt schon, wie Sie bereits gesagt haben, 20 Jahre. Wenn Sie jetzt Bilanz ziehen, was kommt dabei raus oder was sind Ihre Wünsche für die Zukunft? Naja, wie wir vor 20 Jahren angefangen haben, haben wir natürlich unsere Vorstellungen gehabt. Wir waren ja eigentlich selber ein Gründer. Wir haben müssen einen Businessplan machen, eine Machbarkeitsstudie machen, die Finanzierung auftreiben, eine Gesellschaft gründen. Und alles das, was wir unseren Gründern abverlangen, in der einen oder anderen Weise, haben wir selber tun müssen. Wir sind, sagen wir mal, mit sehr idealistischen Vorstellungen in das Projekt hineingegangen. Wir haben uns aber international schon sehr viele Inkubatoren angeschaut gehabt. Im Wesentlichen ist die Botschaft die gleiche geblieben, Leuten zu helfen, zu gründen, sie zu motivieren, das auf einem ganz hohen, auf einem hohen inhaltlichen Niveau. Wir blicken jetzt auf etwa 70 Gründungsvorhaben zurück. Wir haben, ich glaube, mit den ersten Gründungsvorhaben nur gelernt, gelernt, gelernt. Wir lernen immer noch, weil jedes Gründungsvorhaben ist anders. Und was wünschen wir uns für die Zukunft? Ja, in erster Linie viele super Gründer, Gründungsideen gute. Und was wir schon jetzt tun, wir stehen jetzt seit dem Jahr 2019 selber vor einem Veränderungsprozess. Wir werden in der Region aufmachen und wir wollen eigentlich der Gründungshotspot in der Obersteiermark werden, wenn es um technologieorientierte, innovative Gründer geht. Herr Sunic, Sie sind von der Wirtschaftskammer da vertretend. Wie schaut es mit dem Gründungszentrum und der Wirtschaftskammer aus, beziehungsweise mit der Region? Ja, wir kennen uns jetzt schon über 10 Jahre, glaube ich, die Frau Dr. Mühlburger und ich, und seit 10 Jahren arbeiten wir wirklich sehr gut zusammen. Ich habe das Gründerzentrum wirklich schätzen gelernt, weil dort werden wirklich, ich sage einmal, Rohdiamanten, will ich es nennen, in der Region betreut. Das sind wirklich interessierte, innovative Gründungsinteressenten, die oft das Know-how haben, aber nicht wirklich wissen, wie sie das Ganze, diese PS auch auf Schiene bekommen. Also auf die Straße bekommen, und dort werden sie quasi begleitet von der Idee bis zur konkreten Umsetzung, und da unterstützen wir mit unserem Know-how, mit unseren Möglichkeiten, sei es rechtlich, jeder fängt einmal klein an von diesen innovativen Gründungsinteressenten, hat keine Mitarbeiter, aber es ist irrsinnig viel Potenzial dahinter, und um das geht es. Innovative Gründungen sind einfach wichtig für die positive wirtschaftliche Entwicklung einer Region. Wie schaut es generell aus mit Unternehmensgründungen in der Region, so generell? Da glaube ich, nichts Falsches zu sagen, wenn ich sage, wir sind in der Obersteiermark ein guter Nährboden für Unternehmensgründungen. Wir im Bezirk Leoben gründen circa im Jahr 300, die wir begleiten auf den Weg in die Selbstständigkeit. Aber auch
insgesamt in der Obersteiermark, und das Gründerzentrum wie auf der Montanuniversität will sich ja verstärkt, glaube ich, in Richtung gesamte Obersteiermark entwickeln. Machen circa ein Drittel der Gründungen in der gesamten Steiermark aus. Also wenn man ein paar Zahlen nennen darf, also 4.000 circa werden steiermarkweit jährlich gegründet und circa 30% bei uns hier in der Obersteiermark. Das ist nicht wenig. Und wenn man von innovativen Gründungen ausgeht, ist eigentlich neben Graz hier der weitere Hotspot, der Schwerpunkt in der Steiermark, was innovative Gründungen betrifft. Am 24. Jänner treffen erfolgreiche Unternehmer und Experten aus dem Gründungsbereich auf innovative Köpfe und beantworten den Diskussionsteilnehmern wichtige Fragen rund um das Thema Gründung. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.gründertag.com.